dass es etwas ganz Besonderes ist, denn mit euch an der Seite möchte die liebe Anna und der Timo den schönsten Schritt in deren Beziehung heute machen. Franziska, als Schwiegermutter wollte dich Anna nicht haben, aber als zweite Mama möchte sie dich nicht mehr loslassen. Alexander, der frisch gebackene Herr Papa, auch dich hat Anna aus ihrer Vergangenheit mitgebracht und jetzt möchte Timo dich heute hier nicht neben sich missen. Lena, du warst die erste Person, welche Anna auf der Uni kennengelernt hat. Deine offene Art beeindruckt sie heute noch. Und genau darum liebt dich unsere Braut auch so sehr. Als Anna nach Österreich kam, wurdest du ihre erste österreichische Freundin. Eigentlich selbsterklärend, dass du mit deinem typisch österreichischen Charme heute hier sitzen musst. Und last but not least, Babol, Mitbewohner und Saufkumpane in München, warst du mal und jetzt bist du noch viel, viel mehr für Timo. Ich glaube, du darfst schauen. Die richtige. Was? Sehr schön. Oh ja, voll. Der Wahnsinn. Ja. Ja. Fast alles. Echt schön. Zufrieden? Boah. Mein lieber Schatz, bevor ich dich kennengelernt habe, war das Konzept Ehe und die Vorstellung, einmal selbst zu heiraten, etwas sehr Absurdes für mich. Ich habe einfach keinen tieferen Sinn darin gesehen. Erst durch dich habe ich verstanden, was es bedeutet, eine Partnerschaft bedingungslos einzugehen und sich vollkommen auf eine andere Person einzulassen. Als du mich vor 2,5 Jahren gefragt hast, ob ich deine Frau werden will, waren wir auf jeden Fall schon schwer verliebt. Aber die Tiefe, die unsere Beziehung heute hat, hatte sie damals noch nicht. Ich habe mich nie zuvor so geborgen und so angekommen gefühlt. Danke, dass du mein Mann werden willst. Ich liebe dich wahnsinnig. Mein liebster Spatz, ich liebe dich. Ein wenig mehr als 4 Jahre ist es her, dass wir uns kennengelernt haben. Vor ein wenig mehr als 4 Jahren sind wir auch ein Paar geworden. Geschichte kennen wir. Ja. 4 Jahre machen bei meinem, noch nicht bei deinem Alter, ungefähr 11% des bisherigen Lebens aus. Aber ja, wie können 11% sich so viel mehr als 100 anfühlen? Wir haben es im Gedicht gehört, der nicht die Mathematik zählt, sondern die Liebe. Ja. Unendlich mehr als 100% bin ich glücklich. Unendlich mehr als 100% liebe ich dich. Zusammen sind wir 100%. Zusammen sind wir unsere Kugelmenschen. Ja. Und wir arbeiten. Ja. Herr Timo Gonda, bist du bereit, mit deiner wunderhübschen Braut Anna Schulz die Ehe einzugehen? Dann antworte mit einem klaren, deutlichen Ja. Ja. Und nun frage ich dich, liebe Anna, bist auch du bereit, mit deinem super Ehemann bald, Herrn Timo Gonda, die Ehe einzugehen? Dann antworte mit einem klaren, deutlichen Ja. Ja. Aufgrund eurer beiden ausgesprochenen Ja-Worte spreche ich nun Kraft meines Amtes aus, dass ihr rechtmäßig verbundene Eheleute seid.